Ja, herzlich willkommen wieder bei Willis Fragen über Fragen. Heute das Thema Einhausung, Gehäuse, IKEA-Schrank, wie wir es auch nennen wollen. Das ist eine persönliche Frage an euch. Abstecher schon länger ausgedruckt und auch den IKEA-Schrank schon gekauft. Warum ich das mache? Ich möchte TBU drucken, habe ich auch schon mal gesagt, habe auch viele Tipps von euch gekriegt. Aber meine Frage ist jetzt, brauche ich wirklich diese Einhausung, das Gehäuse? Habt ihr eins? Benutzt ihr das? Habt ihr da Erfahrung? Ich meine jetzt zum Beispiel für den Feuerlöscher CO2 ist so eine Behausung gar nicht schlecht, weil dann kann man auch gezielt das setzen. Aber die andere Frage ist, ob man es wirklich braucht. So wie ich gehört habe, ist ja nur bei TBU, damit kein Zug, also wenn ein Zug drankommt, praktisch der nicht richtig druckt oder keine Ahnung. Vielleicht habt ihr da eine bessere Idee, wie man das beschreiben kann. Das wäre meine Frage. Habt ihr eine Behausung oder Einhausung oder Gehäuse oder Schrank für euren Drucker? Weil ich möchte zwar einen bauen, der dann praktisch auch nur TBU und ABS drucken soll, aber jetzt für alle drei werde ich es wahrscheinlich nicht machen. Und warum ich heute so in Orange bin, ich habe natürlich gedacht, weil ich mir ja die Teile auch bei Singiverse alle runtergeladen habe für den IKEA-Schrank und ich das Orange mache, ja, habe ich gesagt, gleich mal einen Ton in Ton. Nein, Spaß. Also, mich würde es freuen, wenn ihr Erfahrung damit habt mit dem Gehäuse, ob sich das lohnt, ob das gut ist oder ob ihr sagt, ja, das braucht man nicht, weil in der Wohnung, wenn kein Zug da ist, dann brauche ich keine Behausung oder sowas oder geht es nur wegen Geräuschkulisse. Also, wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr zahlreich hier in die Kommentare reinschreibt, bevor ich jetzt noch, jetzt kann man ja wieder einkaufen gehen, mir die passenden Teile, ich habe zwar schon die Seitenteile mitbestellt, aber jetzt kann man ja praktisch das auch perfekt zuschneiden lassen. Also da würdet ihr mir helfen und für eure Meinung bin ich euch wie immer dankbar und ist natürlich auch interessant für mich, ob sich das oder die ganze Arbeit überhaupt lohnt. Ja, wie immer, vielen Dank fürs Reinschauen und wenn ihr euch wundert, warum diese Woche nicht so viele Videos kamen, ich bin jetzt gerade in Hamburg, ihr seht, also jetzt gerade nicht, ja, das ist noch gedreht, aber wenn ihr das seht, bin ich in Hamburg. Danach, wenn ich wieder da bin, geht es dann wirklich rund. Ihr seht hier hinten, ist eine Menge Projekte, die ich jetzt durchziehen möchte, auch mit dem Arduino. Also es wird interessant, bleibt dran. Nur diese Woche kamen halt ein paar weniger Videos. Okay, vielen Dank fürs Reinschauen. Wie immer, wie gesagt, freue ich mich für jedes Kommentar. Wie immer freue ich mich für jeden Kommentar. Und wenn ihr das Format noch nicht kennt, oben ist ein Link. Das erste Video erklärt euch, um was es hier geht. Für alle, die es noch nicht getan haben, ich würde mich wie immer freuen über ein Abo, ein Like und aktiviert die Glocke. Somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.